Hallo und herzlich willkommen. Habt ihr etwas, Papa? Was? Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, bei den ollen Rollen. Du spoilerst, Lydia. Lydia spoilert, denn sie ist seit heute wieder dabei. Ach, endlich. Na, Lüdi? Wie geht's? Lydia! Oh. Ach, Mensch, ich hab's vermisst. Ich hab's vermisst. So, ein bisschen was passiert. Guck mal hier. Wir haben fast alle Würmchen hier fertig in den Gläsern. Dafür fehlt hier noch Schrift oder... da fehlen irgendwelche Sachen, die wir später irgendwann kriegen werden. Hier drinnen unsere Sammlung wächst und gedeiht so langsam, so langsam. Hier ist die Holzmaske übrigens. Da kommt noch Konarik hin, ich weiß nicht genau. Vokun haben wir, Hevnorak haben wir, Nakrin fehlt uns noch, Morokai haben wir, Wolzung haben wir, Krosus haben wir, Ota haben wir auch, aber den benutze ich selber gerade noch. Ragot fehlt uns noch. Zarkrisus und Mira, keine Ahnung. Ich kenne die alle noch nicht. Die werden wir alle kennenlernen. Und hier unten noch, wir haben die Hälfte der Klauen haben wir schon dabei. Die hängen jetzt da unten alle drin. Schön eingefärbt. Ich habe jetzt hier diese Helm, wie hieß die? Ivadenfell, Entschuldigung. Die Ivadenfell-Rüstung habe ich jetzt hier ein bisschen angebracht. Sieht ganz schnieke aus. Hier habe ich jetzt einfach nur just for fun die Talmor-Rüstung angebracht. Einfach mal so. Und ansonsten, hier haben wir schon Sanguine Rose, haben wir, Stab des Magnus und Wabajak. Also die Sachen, die Slots sind fest, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich das gerade aufzähle. Die Slots hier sind fest für Sammeldinger, die man so unterwegs findet, für Wohlbekannte. Auriels Bogen zum Beispiel, Dämmerbrecher, Auriels Bogen, haben wir da. Entweder noch nicht oder der ist noch irgendwo in der Kiste, kann auch sein, weil ich habe erstmal alles, früher habe ich alles in Kisten gepackt, ich habe versucht jetzt möglichst alles irgendwie zu sortieren und auszupacken. Hier habe ich ein bisschen was geändert. Naja, da wollte ich einfach so ein Moin. Da wollte ich so ein bisschen auf Dragonborn machen. Ist nicht die epischste Rüstung, aber passt einfach. Ich dachte, die passt so, Lore-Technik. Ihr wisst, was ich meine, ne? So. Und hier ist unser guter alter Lichtbringer von damals noch. Hier ist unsere Kurbelwelle, die wir mal hatten. Hier sind noch die linke und die rechte Hand des Teufels. Die sieht man nicht immer, weil die Puppe davor steht. Die linke und die rechte Hand des Teufels, die wir damals benutzt haben. Also ich versuchte auch so ein paar Sachen auszustellen, die von uns noch sind. Und, ich muss mal irgendwann verkaufen gehen. Wir haben wirklich viele. Wir haben sehr, 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 sehr viele Dinge. Pfeile habe ich doch erstmal hier drin gelassen. Zusammen mit den Backpacks, falls wir mal welche brauchen für neue Leute. Da weiß ich mal, wo Pfeile sind. Hier, das habe ich auch gelassen, weil das war ja für Preise. Zum Preishangeln quasi ein bisschen. Dann hier oben habe ich ein bisschen magische Ausrüstung reingemacht, wenn wir mal was mit Magie machen wollen. Dann sind die Sachen hier oben, die Erzmagier-Sachen zum Beispiel. Dann hier auch steigert die Magier um 60 Punkte. Hier nochmal, ja, lieber das hier um 70 Punkte. Magiker regeneriert sich 80% schneller. Hiermit auch noch 100% schneller. Wo war denn das? Hiermit. Einfach so Krempel. Dann haben wir hier eine Spielzeugtruhe. Wenn wir die Kinder irgendwie beschenken wollen, weil die brav und artig waren, haben wir eine Spielzeugtruhe. Da habe ich alle Spielzeuge reingepackt, die wir so gesammelt haben auf den Reisen. Fischglobe oder Fisch in einem Bottle würde ich gerne irgendwo hinstellen. Geht aber, glaube ich, eher nicht. So, das hier kennt ihr ja eh schon. Da gibt es nicht viel zu sagen, außer dass wir eigentlich mal verkaufen sollten. Die Kommode ist leer. Ich weiß noch nicht, was ich da... Keine Ahnung. Rüstungstruhe. Der gleiche Cup ist, ich sollte irgendwann mal verkaufen gehen. Da ist eine Menge drin. Ich habe jetzt mal noch nicht verkauft, weil wir haben momentan genug Kohle. Hier habe ich eine Dwemer-Rüstung ausgestellt. Hier habe ich eine, muss ich selber mal gucken, die Elfenrüstung. Ja, da ist die Elfenrüstung ausgestellt. Lydia, sag mal, ganz kurze Frage. Ich bin direkt hinter euch. Ja, sag mal. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Super lieb. Du hast gerade... Sie hat nicht die geilsten Sachen, wenn man ehrlich ist. Also hier Schaden 78, wobei, ist schon ordentlich. Das Circlet habe ich auch noch gegeben, steigert die Magier um 60 Punkte, weil sie ja die ganze Zeit die Stäbe hat. Wir sammeln wieder ein paar neue. Ich wollte nur ganz kurz gucken. Beidhändige Angriffe, passt natürlich zu dem hier. Kyrass hat 71. Ihr Kyrass hat 71, die Elfenrüstung nicht, ne? Ja, lange nicht. Okay. Also die Rüstungen sind nicht die besten, aber ich habe da einfach so ein paar lustige... Also, ein paar nette Sets habe ich einfach ausgestellt. So, und der Hund, ne? Der Hund ist jetzt... Der ist jetzt im Keller. Der bleibt, glaube ich, auch im Keller. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach so, und hier für einen Schmied habe ich hier noch ein paar Schmiedesachen. Wenn wir was schmieden,
haben wir dann hier ein paar schöne Panzerhandschuhe, dann haben wir den Ring der Schmiederei und noch eine Kette der Schmiederei. Und das hier einfach nur just for fun, weil wir es übrig hatten, ist nichts wert. Aber wenn wir schmieden, können wir schmieden. So, und natürlich hier euer Lieblingskorb mit den ganzen Dwemer-Sachen. Bitte nehmt mir nicht die Dwemer-Sachen. Ich sammle die Dwemer-Sachen wirklich gerne. Ich habe auf vieles verzichtet, aber die Dwemer-Sachen würde ich gerne weiterhin sammeln und einschmelzen. Ich habe vergessen, ob man alles einschmelzen kann, das weiß ich gerade nicht mehr. Aber ich würde die Dwemer-Sachen trotzdem einfach gerne sammeln. Aus Sammelgründen. So, ansonsten den Rest kennt ihr ja. Pelz und Häute und Pipapo. Ist halt alles einsortiert. So. So viel dazu. Huch. Geht's hier rein? Ich bin immer noch da. Ja, ja. Ich. Ach, das war die Sauna. Ah, ja, okay, gut. Da setzt sich Lydia einfach in die Sauna. Wie angenehm ich das finde. Cool. Ja, ach so, und ich habe hier überall, habt ihr schon gemerkt, hier, da sind so ein paar, einfach so ein paar Waffen ausgestellt, die wir zwischendurch gefunden haben. Ich habe einfach Waffen mit Eigennamen genommen. Und hier oben ausnahmsweise nochmal, hier, das ist lustig, weil das müsste ich jetzt nochmal stehlen. Das haben wir mal gestohlen irgendwann, ich weiß gar nicht wo. Jeweled Golden Greatsword. Müsste ich jetzt nochmal stehlen. Aber den Raum finde ich doch am coolsten. Ich freue mich, dass der so langsam. Wir machen ein bisschen Fortschritt. Wie viel haben wir eigentlich für Masken? 1, 2, 3, 4, 5. 5 von den Masken. 3 fehlen noch. Und die Holzmaske. Und hier fehlen dann auch noch ein paar. Also, wir machen, ja. Ich glaube, man kann sagen Fortschritte. So. Lydia hat keinen Helm auf, ne? Ich wollte es nur sagen. Und ich finde es eigentlich ganz gut. Okay, ich weiß überhaupt nicht, was wir als nächstes machen. Ach, jetzt wird es dunkel natürlich. Was machen wir denn da? Ich gucke erstmal, was wir als erstes machen. Flammenmantel zaubern, Untoten. Mal gucken, wann ich das mache. Onmund hat mich gebeten, ihm ein Amulett von Entier wieder zu beschaffen, das ihn für ihn sentimentalen Wert besitzt. Ich könnte ein paar Sachen abgeben, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben ja hier aber Verschiedenes. Säubere die Fokuspunkte. Die habe ich nie gefunden. Falkenring würde ich gerne noch mal gucken, ob wir da was machen können. Stiel das agonische Bier. Die Liebesquest vielleicht mal weitermachen bei Zeiten. Kümmere dich um den abtrünnigen Magier. Kehre zu Wegel zurück. Bringe die Bellerstattung. Das könnten wir machen. Die Finger des Meisterschmiedes zu Larak bringen. Das können wir auch machen. Töte den Anführer der Kiefermondhöhle, können wir auch machen, dann war das mal weg. Die Würzweinlieferung, so ein paar kleinere Sachen erstmal machen und das würde ich mit Schnellreisen machen. Bringe eins das Lied der Alchemisten zu Lami, okay. Besuche das Museum von Dämmerstern, kehre zu Wekel zurück, hört sich auch gut an. Und wir sollten für irgendwie eine Saphire holen, ne? 10 von denen haben wir jetzt. Dämmerwacht, geistiges Gift. Ach ja, die Honigbrauerei. Ich will die aber nicht zu Fall bringen. Ich muss wahrscheinlich, ne? Reise mit Barbas zum Schein. Oh. Jetzt weiß ich. Okay. Ja, ich hoffe, das können wir auch bald machen. Mit Barbas. Die letzte Ruhe. Die beiden hier vielleicht auch mal machen. Eventuell Drachenblut könnte man da vielleicht auch nochmal angehen. Langsam mal. Die Windklippenhöhle von den Draugen. Ich glaube, das lief nicht so gut letztes Mal, ne? Weiß nicht, ob es inzwischen geht. Suche nach den Ethereum-Splittern. Was wir aber vor allen Dingen mal machen wollen, demnächst, das Horn von Jürgen Windrufer. Das weiße Fläschchen können wir auch mal machen. Da geht es bestimmt noch weiter. Die verbotene Legende würde ich gerne machen. Auch. So. Wer kriegt denn diese zwei Saphire, diese verdammten... Wir haben noch immer diese Quest, zwei Saphire, bing, bing, bing. Geht mal an, geht mal aus, finde heraus, bringe Alessandras Dolch zu. Haben wir Alessandras Dolch nicht schon? Dolch? Müssen wir mal kurz gucken. Haben wir. Dann machen wir vielleicht das mal zuerst. Einfach mal ein paar Sachen abliefern, die wir zwischendurch irgendwann irgendwie gemacht haben. Ja, läuft gut. Ich werde Lydia ist begeistert, wie ich hier den Weg laufe. So,
War das hier hinten? Ja, es war, glaube ich, hier. Der Dolch. Nach 30 Jahren kehren wir zurück. Hallo, Andurs. Andurs? Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Ja, weiß ich nicht. Ich habe hier Alessandras Dolch für euch. Sie hat endlich beschlossen, ihn ihrem Vater zurückzugeben. Die gute Seele. Ich werde dafür sorgen, dass er so schnell wie möglich zu seinem Grab gelangt. Danke, dass ihr ihn mir gebracht habt, mein Kind. Möge Arkais Segen mit euch sein. Kehre zu Alessandra zurück. Nein! Na gut. Sag mal, Lydia sitzt aber, die ist wahrscheinlich älter geworden, seit wir weg waren, wa? Die sitzt aber ganz aktiv überall rum. Immer am Rumsitzen. So. Gut. Lass mal gucken, was wir alles für Questen haben. Ich würde erstmal die Mini-Quests, da waren wir immer noch nicht, ein paar Mini-Quests abgeben, dass sich alles ein wenig lichtet. Bringe die Finger des Meisterschmieds nach Mor Khazgur. Ah. Und hier, ich weiß nicht, was für eine Quest. Da ist auch noch eine Quest. Ich bringe die Finger zurück. Lass mal machen. Wir werden ein bisschen herumreisen heute. Wir kommen heute ein bisschen um die Welt. Und ausnahmsweise werde ich da nicht das Pferd nehmen und hin und her reisen. Ihr seid mit den Panzerhandschuhen zurückgekehrt. Tretet ein. Sprecht sofort mit unserem Häuptling. Ich weiß ja nicht, wer hier redet. Ich spreche sofort mit dem Häuptling, aber ich war eine lange Reise. Ich muss mich wirklich ein bisschen ausruhen. So. Kurz ein bisschen schlafen hier gerade. So. Beim Häuptling melden. Wo könnte der Häuptling wohnen? Ich weiß es nicht. Wäre das hier eine Möglichkeit? Larak. Jetzt sind wir bestimmt angesehen bei den Orks. Und sie lieben uns. Auch wenn ich die Handschuhe lieber behalten würde. Hallo, Olur. Das ist unsere Festung. Geht. Ja, Moment. Bagrak? Ihr seid mit den Panzerhandschuhen zurückgekehrt. Ja. Tretet ein. Ja, ich trete. Sprecht sofort mit unserem Häuptling. Wo genau, ich blick hier noch nicht so durch. Ist das hier Scharampf? Sind Sie? Fremde. Nichts als Ärger. Ja gut, schläft ein bisschen offenbar. Ich stehle hier mal nix, wa? Ich suche mal den Häuptling. Ich dachte, vielleicht hätte man ihn hier drin. Boah, ich dachte gerade, die greift uns an. Wollte schon sagen. Diese Festung ist für Orks bestimmt. Geht. Jetzt. Erstaunlich schöne Haare. Wow. Da hat jemand den Fluff. Okay, wir müssen wirklich da nochmal rein, ne? Oder? Ach, der Häuptling sitzt... Sieht gar nicht aus wie... Tatsächlich. Hallo, Häuptling. Ich fasse es nicht. Ja. Ihr habt die Finger des Meisterschmieds gefunden. Ich bin beeindruckt, Fremdling. Ach. Noch nie ist jemand von dieser Aufgabe zurückgekehrt. Beim Kodex des Malakat. Ich ernenne euch zum Blutsverwandten der Orks. Lasst alle Festungen wissen, dass ihr nun zur Familie gehört. Voll cool. Ich fühle mich geehrt. Ihr könnt gerne bei unseren Schmieden Orkwaffen und Rüstungen kaufen. Trainiert mit meinen Kriegern oder kauft Gifte bei der weisen Frau. Willkommen in unserer Festung, Blutsverwandter. Ich danke euch. Ich hätte die Schmiedefinger gern behalten. Ich dachte vielleicht aus Dankbarkeit oder so, aber leider... Bin immer noch da. Ja, ich weiß. Ist doch schön. Hallo. Ich beneide euch, Fremdling. Ihr könnt gehen, wann immer ihr wollt. Okay, Ach, es schneit. Ich sehe eure Haare eh nicht. Wollt ihr die Festung verlassen? Ja. Aber ich muss hier bleiben und auf den Tag warten, an dem ich verheiratet und in eine andere Festung geschickt werde. Das ist bei uns Tradition. Und ich folge der Tradition unseres Volkes mit Stolz. Aber ich fühle mich dennoch wie in Ketten gelegt. Ich sehe, ihr habt ein Amulett von Mara. Okay. Was genau tut ihr für die Festung? Ich bin Laraks Tochter.
Bald bin ich volljährig und werde mit einem Ork-Häuptling in irgendeiner weit entfernten Festung verheiratet. Bis dahin trainiere ich. Mein neues Zuhause wird meine Stärke brauchen. Und meine neuen Schwestern müssen schon bei meiner Ankunft erkennen, dass ich nicht schwach bin. Wisst ihr denn nicht, wen ihr heiraten werdet? Nein. Die Tochter eines Häuptlings heiratet den, den ihr Häuptling auswählt. So erhält die Festung einen angemessenen Ausgleich an Waren für mich. Früher freute ich mich auf den Tag, an dem ich volljährig werde, auf die neuen Orte und Menschen. Aber jetzt fühle ich mich wie in einem Käfig. Verstehe ich. Und warum kommt ihr nicht mit mir? Nein, ich will Lydia nicht gleich loswerden. Nein, warum kommt ihr nicht mit mir? Das könnte ich nicht. Damit würde ich Schande über meinen Häuptling, meine Mutter und die Mütter vor ihr bringen. Was wäre, wenn ich eure Mitgift bezahle? Das ist eine gute Idee. Die Festung würde das Geld ohnehin brauchen, wenn ich wegginge, um zu heiraten. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ah, cool. Lydia? Nein, später. Also gut. Okay, Lydia, geh doch nicht einfach. Jetzt gehört. Nein, ich hab doch Nein gesagt. Ich wusste nicht genau... Wow, so viel Parfüm? Na gut. Hallo, Scharampf. Ich habe Gift für eure Waffen und Heilmittel für eure Gebrechen. Ich danke euch, aber erzählt mir lieber mehr über euer Volk. Wir waren schon lange vor den Nord den Himmelsrand. Unsere Lebensart ist einfach. Alle arbeiten, um den Stamm stark zu machen. Nur die Tapfersten dürfen anführen und auch heiraten. Ein großer Häuptling kann viele Frauen haben und tapfere Kinder großziehen. Oh, hört, hört. Weise Frauen wie ich sind Mütter von Häuptlingen. Wir leiten den Stamm an und beraten ihn, wie er dem Willen Malakats folgen kann. Und wer genau ist Malakat? Er ist unser Herr und Schöpfer. Der dädrische Fürst des gegebenen Schwurs und des blutigen Eids. Mauloch lehrt uns, alle Worte mit Taten zu ehren. Blut von seinen Feinden und Stärke von seinen Verbündeten zu fordern. Er behütet alle Orks wie seine Kinder. Diese Tatsache vergessen jene, die die Festung verlassen, nur allzu schnell. Nun gut, viele Orks gibt's hier nun nicht. Richtige Festung will das wohl nicht sein. So, ich grüße euch, Schuftharz. Sucht ihr nach Arbeit? Die Minen sind ganz in der Nähe. Ja, ihr ja. Ihr bringt mir Erz, ich gebe euch Münzen. Hört sich gut an. Eure Waffen und Rüstung sind beeindruckend. Ja, eure Rüstung vor allen Dingen, die sieht so sicher aus, da geht kein Stich durch. Man sagt, dass Orks den Umgang mit dem Hammer schon im Mutterleib erlernen. Es ist Tradition, dass Mütter ihren Kindern das Schmieden beibringen. Hat ein Häuptling eine zweite Frau, wird sie daher Schmiedefrau genannt. Okay. Kämpft wacker. Auch ihr. Ich danke euch. Ach so, ja, ja, Lydia, klar. Die Lydia, Hauptsache sie sitzt. Egal was sie macht, Hauptsache sie kann sitzen. Olua, mein Freund. Selbst ein guter Hammer kann Metall ruinieren, wenn er sorglos geschlagen wird. Da habt ihr recht. Was ist denn das da hinten? Die Schmiede ist stark und stark ist auch unser Häuptling Lara. Ich bin zufrieden. Der Schild kommt mir bekannt vor. Den Schild hätte ich gern für Lydia, ehrlich gesagt. Herausforderung des Waffenschmieds. Ich will natürlich nichts stehlen, aber ich hätte den Schild wahnsinnig gern für Lydia. Muss mal gucken, wie ich da rankomme. So, jetzt reden wir nochmal mit den anderen hier. So. Hallo, Bagrak. Ihr solltet meine Mutter Scharampf besuchen, wenn ihr Heilmittel oder Gift benötigt. Ah, das ist eure Mutter. Okay. Was gibt's denn in so einer Truhe? Das wäre alles stehlen, ne? Orkische Rüstung der höchsten Veränderung. Schön. Vulkanglasschwert. Wir haben selber... Lüge. Ja. Ach, ich hab's vermisst. Okay, ja gut. Mehr gab's hier drin wohl nicht. Gut.
Ich würde ehrlich gesagt gerne... Schrampf. Lydia. Ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn wir sie mitnehmen. Ich würde sie schon auch gerne mitnehmen. Stahlherz. Mitgift ist bezahlt. Aber ich will erstmal mit Lydia auf Reisen gehen. Pass auf, Lydia. Ich bin direkt hinter euch. Ich danke euch. Wir machen das so. Wir befreien die Dame hier aus der Unterdrückung. Du gehst schon mal... Ich gebe euch Deckung. Ich danke dir. Du gehst schon mal zurück nach Weißlauf. Wir treffen uns da wieder. Das ging schnell. Habe ich so nicht mit gerechnet. Oh, ich warte. Mögen eure Klingen scharf und eure Beute frisch sein. Folgt mir. Ich brauche eure Hilfe. Dann geht voran. Meinen Stahl habt ihr. Oh, stimmt. Wir haben jetzt auf eure Empfehlung haben wir gerade diese Mod installiert und können jetzt mehrere NPCs mitnehmen. Ich glaube, das ist ein bisschen geschummelt. Also ich glaube, bei Kämpfen, die Kämpfe sind momentan eh schon leicht genug. Also, aber wie cool. Zeig mal her. Mein Blut ist ruhig. Mir ist es lieber, wenn es kocht. Ja, das kommt schon früh genug. Gut, dann lasst mal sehen. So, Frau Stahlherz, wie sieht's denn aus? Was habt ihr denn dabei? Jede Menge Quatsch, wie ich sehe. Ach, diese Septime. Cool, danke. Da ist die Mitgift gleich wieder drin. Das finde ich gut. Ich danke euch. Orkisch Bow, das Met. Ja, Hähnchenbrust und Met nehme ich mal ab. Ja, das ist einfach Plunder alles, ne? Ausdauer 30%, Gold Diamond Ring, natürlich schön. Gold Diamond Ring. Oh, die Ohrringe trägt sie ja wirklich. Cool. Okay. Diese Klamotten kommen auch weg. Da kriegst du lieber richtige. Das Fell. Geht dorthin, wo die Herausforderung am größten ist. Okay, das. Der Pelz sieht cool aus bei ihr, ne? Okay. Ich würde mal ganz kurz gucken, ob wir für Borgak was zu Hause haben. Was Schönes. Wir hätten auf jeden Fall noch einen Tragepelz für sie. Ich würde mal ganz kurz nochmal reisen nach Weißlauf, auch wenn wir gerade andere Quests haben. Aber ich wusste ja nicht, dass das jetzt passieren wird. Da muss ich jetzt improvisieren. Oh, aber da. Nein. Oh, diese Map, ne? Die macht mich fertig. Nee, warte, hier war Dingens, da war Weißlauf, ja. So. Die macht mich manchmal fertig. So, dann würde ich nochmal ganz kurz eben nach Weißlauf und ich würde gerne unsere neue Freundin ein wenig einkleiden. Wie cool das ist, dass jetzt mehrere Leute mitkommen. Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Ja, da musst du andere Leute rumschubsen. Ist doch klar, das lernt man auch schon auf dem Schulhof. So, dann lass mal gucken. Sie ist mit drin. Okay, sehr gut. Ich weiß natürlich nicht genau, welche Rüstung hiervon die beste ist. Gewicht, Wert. Kann ich hier nach Rüstungs... Ich kann nach Rüstungspunkten. Was? Ist aber ein Rossharnisch, ne? Das kann sie nicht an... Ich würde es mal ausprobieren. Rüstung 70. Veränderungszahl. Na, ist natürlich blöd. Ebenerzrüstung sollten wir haben irgendwo. Ansonsten erstmal die normale Ebenerzrüstung. Nicht Veränderungszauber, die wird keine Magierin. Das würde ich nicht machen. Die muss in die Schlacht. Da muss richtig... Bum, bam, bim. Da geht's richtig los. Bum, bam, bim. Habe ich gerade gesagt, ja. So, ich würde sagen... Ebony Armor. Einmal für die Dame. Generell... Haben wir noch andere Sachen... haben wir noch andere Ebony-Sachen da? Ebony. Da darf man nicht drauf reinfallen, denn die haben Rüstung 0. Genau, ist mir schon aufgefallen. Nein, haben wir offenbar nicht. Ebony Gauntlets haben wir offenbar doch. Rüstung 26, Ebenerzfilm, Helm.
Bögen, 30% höheren Schaden, wäre bei ihr, glaube ich, auch ganz cool. 34. So, okay, machen wir das mal. Ebenerzschild finde ich übrigens ganz schön hässlich. 43. Ja, Schild 43, ne? Also eigentlich sollte sie das nehmen. Ich mach mal alles so. Waffe muss ich gleich mal gucken. Hallo, wo sind Sie denn? Kurz mal Lampe anmachen. Nicht in den Keller gehen, bitte. Mein Blut ist ruhig. Mir ist es lieber, wenn es kocht. Ja, warte. Kommt alles. Gut, dann lasst mal sehen. Gemach. So, also. Das Schild, 31. Kommt natürlich weg. Orkish Bow, da kriegen wir auch noch was Schöneres hin. Wir machen jetzt erstmal die Sachen. Okay, ja. Das passt schon. Wow. Malakat sei Zeuge unserer Taten. Wow. Was mit den Schuhen? Ein Ork folgt bis in den Tod. Gut, dann lasst mal sehen. Was ist denn mit den Schuhen? Die hat gar keine Schuhe. Okay, da muss ich gucken. Führe uns zu unserer nächsten Aufgabe. Ach, es war Talmor. Wo hatte ich denn? Ich hatte doch irgendwo. Das mit dem Helm. Schild sieht elegant aus, das mit dem Helm gefällt mir nicht. Ich finde, das sieht so komisch aus. Das sieht so aus, als würde die gleich sagen, komm zurück, ich spucke auf dich. Falls noch jemand den schwarzen Ritter kennt. Amulette. Was könnte man denn vielleicht mehr... Wenn eben keine Rüstung, dann vielleicht mehr Gesundheit um 10 Punkte. Magika, Ausdauer. Ausdauer vielleicht auch gut. Block mit einem Schild absolut 10% mehr Schaden. Wäre auch gut. Aber ich glaube, ja, bessere Preise. Das ist genau das, was sie braucht. Da sehe ich sie. Was haben wir denn hier alles? Ausdauer. Smithing. Steigert die Fertigkeit leichte Rüstung, aber die hat sie ja nicht. Schwere Rüstung, das wäre, glaube ich, ganz gut bei ihr, ne? Um 15 Punkte ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz gut bei ihr. Aber das ist eigentlich nicht Amulett, geht natürlich auch. Ring können wir gleich auch nochmal gucken. Ich wollte eigentlich bei den Circlets gucken. Oh ja, den Bogen. Also wenn sie mehr auf, wenn sie wirklich mit dem Bogen was macht. Da können wir bestimmt was machen. Die anderen hier sind nur Kappes, ne? Ja, okay. Dann mache ich mal mit dem Bogen eben. Eminent Archery. Archery. Goldene Ohrringe, ganz toll. Cursed Wedding Rings, auch schön. Steigert Gesundheit. Ja, das könnte ich gleich bei ihm machen, ne? Oder Gesundheit regeneriert sich 30% schneller. Ist, glaube ich, noch... Ich glaube, bei ihr ist vielleicht der Ring der Gesundheit. Okay. So. Mein Blut ist ruhig. Mir ist es lieber, wenn es... Gut, dann lasst mal sehen. Ja, wartet bitte. Folgendes. Das ist immer so durcheinander. Ich wünsche, für Schmuck gäbe es hier einen eigenen Tab. Das ist irgendwie immer noch zu wenig sortiert da oben. Oder hier so ein Untertab oder sowas. Dann... Schwere Rüstung, das ist richtig. Dann, ich habe mir den hier gegönnt. Sie kriegt den hier. Naja, hilft ja nichts. Dann haben wir noch das. Und ich krieg zurück den Ebenerz. Achso, ich muss das nochmal wegnehmen. Und sie kriegt Eminent Archery. So. Oh, das ist eigentlich ganz cool. Lydia hat ein blaues Diadem, sie hat ein rotes. Passt auch zu den roten Augen und so. Eigentlich ganz cool. Also optisch passt das besser. So, Hunting Bow. Schaden 20, Schaden 37 hat ihr Bogen. Geht dorthin, wo die Herausforderung am größten ist. Ja. Schaden 37, sagst du. Schaden 37.
Da haben wir noch einen Ebony Bow, glaube ich, irgendwo, ne? Oh, okay. Das ist, glaube ich, egal. Ich würde ihr die später alle noch, oder ich würde später generell noch die ganzen Sachen ein bisschen aufpimpen. Schaden 43, Schaden 49. Dann machen wir das mal. Ist das hier? Erlesen 47, episch 52. Wir haben 111 epische, wow, wo habe ich die damals gesammelt? Schaden 52? Also ganz ehrlich, ich... Rein optisch würde ich ihr trotzdem gern zum Set den Ebenerzbogen geben. Ich weiß, es ist episch. Ich würde den hier später... Ich gebe ihr erstmal den hier und wir mümmeln den später auf. Möchte ich nicht so... Ja, 7. Möchte ich nicht sofort machen, weil das dauert immer so lange. Gehört aber vielleicht dazu, aber... dauert trotzdem immer so lange. Okay, und jetzt noch die Frage. Eine Axt. Schaden. Das ist zweihändig, auch schön. Kriegshammer, Streitäxte sind auch zweihändig. Kriegshammer, Zweihänder. Streitäxte, Zweihänder, Zweihänder, Streiter, Kriegshammer. Hier sind die Bögen, die machen auch schön Damasch. Streitkolben, Ebenerzstreitkolben 24. Der Schneestürme, Frost Damage, der Verdammung. Ja, das wird bei ihr, glaube ich, schwierig sein, oder? Gerümpelfluch, Schaden 23. Weil sie halt einhändig ist mit dem Schild. Ich würde bei ihr ehrlich gesagt dann doch auch eher Gewicht 30, aber 102 Schaden, ne? Komm, weißt du was? Scheiß drauf. Wir haben eine Battle Axe. Ich gebe erstmal das eine und baller da was drauf. Qual geht natürlich auch und hier natürlich auch wunderschön alles. Ich baller da später noch was drauf. So. Ihr schaut grimmig drein. Ich sehe immer so aus. Gut, dann lasst mal sehen. Ich sehe immer so aus, meine Liebe. So, dann lasst mal sehen, sagt sie. Das hier ist meiner. 62 Schaden. Wird auch ganz gut bei ihr, glaube ich. Ebony Warhammer. Und das müsste es gewesen sein, ne? Und Schuhe brauchen wir noch für sie. Malakat sei Zeuge unserer Taten. Ja, warte. Gut, dann lasst mal sehen. Warte. Ich nehme noch den anderen Kappes, nehme ich noch ab. Den müsste ich theoretisch auch noch wegschmeißen. Andersrum. So rum. Eben Erzbogen hat sie jetzt. Hunting Bow, Orcish Bow kommt weg. Orcish Arrow, 16 Schaden geht. Warum ist das denn immer noch aktiviert? Ja, es kommt weg. Führe uns zu unserer nächsten Aufgabe. Boah, holy shit. Ja, so wird das was. So wird das was, meine Liebe. Ein Ork folgt bis in den Tod. Kann nicht lange dauern, keine Sorge. Ebony Stiefel. Dummer Hund. Dummer Hund. Immer noch der Klassiker hier im Haus. Wo war denn die Ebony-Rüstung, verdammte Axt? Das war die... nicht Falma, das war die andere. Die war es... Wo hatte ich denn... Hatte ich nicht einen mit Ebenerz gemacht? Nee, das war die Elfenrüstung. Rüstung 11. Der hat gar keine Schuhe an, da fehlt mir nämlich da fehlt mir die Schuhe. Hatte ich keine... Warte mal. Ebenerz. Ja, leider habe ich keine... Ja. Leider habe ich keine Ebenerz. Ah, okay. Merkwürdig. Merkwürdig. Ja, pass auf. Dann suche ich doch mal schon nach den Schuhen. Und ich hoffe, ich finde hier was Passendes. Unten habe ich das nicht gemacht, ne? Nee. Bei den Kindern auch nicht. Da ist ja nichts. Nee. Ich hätte schwören können, ich habe doch eine Puppe mit Ebenerz ausgeglattet. Ausgeglattet. Ausgestattet. Ausgeglattet.
Oder verwechsel ich gerade mit Talmor? Ebony Mask, auch schön. Naja, mal gucken. Ansonsten nehmen wir halt ein anderes Paar Schuhe. Ich würde erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann gehen wir erstmal mit beiden Mädels die Quests abgeben. Ich würde versuchen, mit beiden auf Reisen zu gehen. Mal gucken, was passiert. Und irgendwann, sagen wir natürlich Borgak, es war sehr schön. Und reisen dann mit Lydia natürlich exklusiv weiter, weil ich glaube, sonst wird es eventuell zu einfach, wenn wir hier mit mehreren Leuten rumdüsen. Ich stelle mir das sonst, irgendwann wird es, glaube ich... Ich meine, mit dem Bogen sind wir eh schon drüber. Und vor allem, die werden jede Falle auslösen und. Ihr wisst ja Bescheid. Jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.